So, dann begrüße ich euch alle zu unserer letzten Online-Fortbildung vor den Sommerferien. Kleine Spiele, großer Spaß heute das Thema. Ein paar organisatorische Dinge vorab. Ich denke, viele von euch sind jetzt schon Experten in so Videokonferenzen und Online-Sachen. Bitte, ihr seid in einem Webinar. Das heißt, eure Kameras sind aus, eure Mikros sind stumm geschaltet. Ihr könnt mit uns interagieren, wo wir uns auch sehr freuen würden. Nämlich, wenn ihr ganz konkrete Fragen zu den Spielen habt, die wir zeigen werden oder zu den Sachen, die wir sagen, dann bitte im F&A-Bereich reinschreiben. Wenn das mehr allgemeine Fragen sind oder ihr einfach nur Grüße loswerden wollt, dafür dann bitte den Chat nutzen. Ja, und auch vorab, wie immer, diese Fortbildung wird aufgezeichnet, könnt ihr euch hinterher nochmal bei YouTube anschauen, genau wie die einzelnen Spiele, die wir zeigen werden. Es gibt eine Spielesammlung im Nachgang, die ihr zugeschickt bekommt als Teilnehmer und auch eine Teilnahmebestätigung. Das könnte ja, nicht nur aufgrund der Hitze, aber vielleicht diese Woche sogar bis Mittwoch dauern, bis ihr die da habt, also ein bisschen Geduld. Ja, wer da nichts erfährt bis Mittwoch oder sowieso irgendwie von vorher in Fortbildungen noch auf Sachen wartet, einfach eine E-Mail an sportmachtspaß@alba-berlin. .de schicken. Gut, heute Thema kleine Spiele. Wer sind wir? Ich bin Nikolas Behne aus der Fortbildung. Ich war schon häufiger hier, habe heute Christoph mit dabei. Ich glaube, Christoph war schon einmal bei einer Fortbildung. Ist das richtig, Christoph, bei uns? Korrekt, zu den Sport macht Spaß Folgen habe ich schon mal in einer Fortbildung mit Lena und Stein gemacht. Super. Wir wollen euch heute was erzählen zu kleinen Spielen. Das Ganze wisst ihr ja schon, ist Teil von unserem Angebot Sport Digital, mehr Bewegung im Quartier, wo unsere YouTube-Mitmachangebote dazu gehören, die unter dem Namen Sport macht Spaß laufen, wo jetzt gerade übrigens ein bisschen Eigenwerbung, ganz tolle Sommer-Specials erscheinen werden am nächsten Wochenende mit Tipps, was Kinder in den Ferien am Strand, in den Bergen, auf der Alm, keine Ahnung, überall machen können. Mit ein paar Spieletipps könnt ihr vielleicht auch nochmal verbreiten vor den Ferien. Für die Kindergruppen, die ihr habt. Dann gehören diese Fortbildungen dazu, die hoffentlich bald auch analog losgehen. Wir starten die erste hoffentlich im September in Berlin und wollen dann in den nächsten 2,5 Jahren in jedes Bundesland einmal zu Gast kommen und das Ganze, was wir hier immer online euch schon erzählt haben, mal tatsächlich live mit euch durchgehen, worauf wir uns schon sehr freuen. Und dabei wollen wir immer wieder Bezug nehmen auf die im August hoffentlich online gehende Mediathek, wo alle Spiele, die wir zeigen in den Fortbildungen, auch hinterlegt sind, wo ihr Tipps kriegt, wie ihr eure Unterrichtseinheiten, eure Trainingsstunden gestalten könnt, ja, mit Trainingsbeispielen oder Übungsbeispielen, so viele Stunden zu verschiedenen Themen. Ich glaube, das wird eine tolle Ressource. Das alles, was ihr hier schon gesehen habt, wird dann da auch nochmal hinterlegt sein. Ja. Heutige Thema, kleine Spiele. Da würde ich kurz mal was zur Idee gleich sagen. Dann werden wir uns, glaube ich, 10 Videos anschauen. Und dann Diskussionen führen, wobei wir die Diskussion ja immer direkt im Anschluss an die Spiele durchführen wollen. Und dafür nochmal bitte zur Erinnerung, wenn ihr direkt Fragen habt zu den Spielen, bitte immer im F&A-Bereich hineinschreiben, allgemeine Kommentare in den Chat. Das Thema ist der große Spaß mit kleinen Spielen. Aus unserer Sicht hat man besonders viel großen Spaß mit den kleinen Spielen, weil sie abwechslungsreich sind und man viele verschiedene Spielgeräte und Spielformen anwenden kann. Man kann ja alles mit Fuß, mit Hand, mit Schläger, mit verschiedenen Bällen durchführen. Sie sind leicht verständlich und dadurch auch ganz schnell spielbar und umsetzbar, dadurch, dass die Regeln einfach sind und auch häufig anpassbar, eigentlich immer anpassbar an niedrigere Niveaus sind, sodass man schnell ins Spielen kommt. Und diese Spiele haben hohen Aufforderungscharakter, weil es viele Erfolgs- und Abschlussmöglichkeiten für alle Teilnehmenden geben soll. Dann starten wir auch gleich mal rein und wir gucken uns heute verschiedene Spiele an. Nämlich fangen wir an mit kleinen Ballspielen mit dem Fuß. Christoph wird euch immer ein bisschen zu sich die Spiele führen. Ich werde ihn dazu dann noch Fragen stellen. Also Christoph, das erste Spiel. Wir spielen jetzt Fußball verrückt. Dafür haben wir eine blaue Mannschaft und eine rote Mannschaft. Wir haben 4 verschiedene Tore. Es kann auf jedes Tor geschossen werden. Bei den Bananenkisten müssen wir natürlich durchschießen.
Bei der einen umgedrehten Box müssen wir reinschießen. Und eine Box steht da. Da müssen wir versuchen, den Ball reinzulupfen mit dem Fuß. Ihr könnt auch von da durchschießen. Wenn das blaue Team ein Tor schießt, und wir haben ein Tor, dann darf sich ganz schnell das rote Team einen neuen Ball aussuchen. Und dann wird mit dem Ball gespielt. Und wenn das rote Team natürlich das Tor schießt, dann dürfen wir als blaues Team uns das aussuchen. Okay, neuer Ball. Oh, Rot holt sich einen neuen Ball. Neuer Ball, der ist aus. Gut, also ich denke, das Spiel selber ist relativ selbsterklärend. Auch Stefan hat das ja super erklärt. Ich denke, das Gute hier ist einfach, dass wir natürlich schon mal 4 Ziele haben, was dafür sorgt, dass mega viel Action auf dem Spielfeld ist. Man immer wieder unterschiedlichste Lösungsoptionen suchen kann als Kind. Noch dazu hatten wir das hier ganz gut gestaltet, dass nicht nur dass es 4 Ziele gibt, sondern die auch noch unterschiedlich sind. Ja, mal ist es ein kleineres Tor, mal ein größeres. Mal muss ich den Ball in das Tor quasi reinlüpfen. Ja, und dann haben wir auch noch unterschiedliche Bälle da. Das heißt, ich muss mich als Spieler immer wieder anpassen. Dann sind selbst die kleinen Kita-Kinder, haben hier mega viel Spaß, trotz unterschiedlichster Bälle. Und ihr habt auch gerade ganz gut bei dem blauen Team gesehen, schnell umschalten hilft natürlich auch mega gut. Denn wenn ich das Tor kassiere und mich nicht irgendwie 10 Sekunden drüber ärgere, dass die Gegner gerade ein Tor gemacht haben, sondern lieber schnell bin, mir ganz schnell einen neuen Ball schnappe, während die anderen noch jubeln, dann kann ich innerhalb von 3 Sekunden wieder das nächste Tor schießen. Führt einfach dazu, dass es mega viel Action auf dem Spielfeld gibt, viele Erfolgserlebnisse für alle Teilnehmenden und viel Spaß. Ja. 2 Fragen aus dem Plenum, nämlich einmal, was passiert, wenn ein Tor nur verwendet wird, weil die anderen zu schwierig sind? Ich glaube, das einzige Tor, was hier gerade ein bisschen schwer ist, deswegen nicht so benutzt wird, ist das mit dem Öffnung nach oben. Aber was kann man machen, wenn irgendwie man merkt, dass nur auf ein Tor gespielt wird? Die Idee ist dann immer, wieder einen höheren Anreiz zu schaffen, auch das andere Tor zu benutzen, zum Beispiel, indem ich sage, das Tor, in das gelupft werden muss, wenn ihr da ein Tor erzielt, dann zählt es halt 3 Punkte oder 4 Punkte oder 5 Punkte, je nachdem, wie ich halt einschätze, wie schwierig das für meine Gruppe ist. Umso belohnender kann ich es quasi machen, wenn man da drauf trifft. Und das motiviert dann natürlich auch die Kinder, auch wenn es schwieriger ist, die Mehrpunkte quasi mitzunehmen. Genau. Und ich glaube, was man hier auch schnell sieht, ist, dass selbst dadurch, dass da ja Gegner sind, immer ganz schnell ein anderes Tor gewählt wird, wenn die Gruppe, die Gegner davor stehen. Also man hat dadurch ja schon alleine, glaube ich, dass es immer wieder auch in andere Richtungen geht. Ja. Gut, eine weitere Frage ist jetzt Höchstanzahl der Kinder insgesamt. Was denkst du? Ich denke, gibt es nicht so wirklich, sondern das ist so ein bisschen von meinem Raum, den ich habe, abhängig. Wenn ich mehr Platz habe, kann ich die Tore natürlich ein bisschen weiter auseinanderstellen oder einfach die Toranzahl theoretisch sogar noch erhöhen und mache halt 6 Tore draus. Könnte dann noch, wenn es jetzt nicht ganz so eine kleine Gruppe ist wie bei den Kita-Kindern, vielleicht noch einen zweiten Ball dazu nehmen, dass ich trotzdem quasi die Situation schaffe, dass die Kinder viele Ballbesitze selber haben, wo sie auch mal an den Ball rankommen. Aber ich denke, jetzt so in der Größe sind so 10 Spieler, 8 Spieler durchaus passend. Genau, das ist ja auch eine gemischte Gruppe mit Kita-Kindern und, glaube ich, ein paar Erstklässler mit dabei. Man sieht auch, dass es auch mit kleineren zu spielen ist, also nicht nur was für Grundschüler ist. Und ich bin dabei, je mehr Kinder es sind, desto mehr Ziele und mehr Bälle brauchen wir einfach. Vielleicht noch ein bisschen mehr Platz dann auch. Ja. Gut, hervorragend. Dann würde ich vorschlagen. Auch hier nochmal wie bei allen anderen Spielen, ja, finde ich halt super. Ist egal, welche Sportart ihr macht, wenn ihr das mit einem Handball spielen wollt, dann überlegt ihr euch halt unterschiedliche Handballziele, wo ich damit aufwerfen kann. Und das Spiel funktioniert genauso. Oder mit Hockey oder mit Basketball, wie auch immer.
Genau, dann kommen wir zum nächsten Spiel, Fußball auf mehrere Tore. Uff, jetzt bin ich zu weit gegangen. Na, jetzt aber. Wir spielen jetzt Fußball auf mehrere Tore. Ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen hakt es bei mir gerade. Probieren es nochmal. Wir spielen jetzt Fußball auf mehrere Tore. Das Spiel wird wie folgt funktionieren. Wir haben gleich Mannschaft Rot, die fängt hier unten zwischen den beiden roten Hütchen an. Mannschaft Blau startet gleich da hinten zwischen den beiden roten Hütchen. Ziel ist es, logischerweise in der Mitte, auf eines der beiden Tore ein Tor zu erzielen. Ich schieße den Ball mal in unterschiedlichste Richtungen. Der wird nicht immer genau mittig landen, sondern mal bei Mannschaft Rot, mal bei Mannschaft Blau ins Feld. Ihr seht, die Tore sind entgegengesetzt, also ihr könnt drumherum spielen. Ja, überlegt euch eine schlaue Taktik, wie ihr zu zweit es schafft, ein Tor zu erzielen. Wichtig, es gibt nicht, das eine Tor ist für Rot, das andere ist für Blau. Beide Teams können auf beide Tore ein Tor schießen. Auch wenn ich daneben schieße, können die Gegner abstauben, wenn das Ding direkt vorm Tor liegt und einfach reinschießen. Okay, also schnell reagieren. Lasst ein bisschen Abstand beim Einwurf, im Feld stehen. Und los! Gut. Weiter geht's. Gut, auch hier ja, fand ich ein super Spiel, das wir da gedreht haben. Zum einen gerade mit den beiden Toren, die so ein bisschen in entgegengesetzte Richtungen sind. Ich weiß gar nicht, haben wir die Variante danach noch mit den Nummern? Ich glaube nicht, ne? Also wir haben es jetzt hier gespielt, dass immer die Mannschaften sich selber zwei Spieler aussuchen konnten, der Reihenfolge nach, die ins Feld gehen. Wir haben dann später noch eine Variante gedreht, wo die zu fünf nebeneinander standen. Jedes Kind hatte eine Nummer und ich habe halt die Zahlen reingerufen, von denen die ins Feld müssen. Dann gab es halt mal ein 1 gegen 1, mal ein 2 gegen 2, mal ein 3 gegen 3 und so weiter. Was dann natürlich so ein bisschen das Arbeitsgedächtnis, welche Nummer bin ich jetzt, wo ich bin dran. Dann komme ich ins Feld und muss relativ schnell entscheiden, bin ich jetzt Angreifer oder Verteidiger, welches Team hat gerade die höhere Chance, den Ball zu bekommen und dann entsprechend eine Reaktion starten, nämlich entweder, okay, ich kriege den Ball, also muss ich schauen, wo ist ein freies Tor, ich kriege nicht den Ball, bin aber im angreifenden Team, wo muss ich mich platzieren, um eine gute Anspielstation zu sein und torgefährlich zu sein, oder bin ich das verteidigende Team, welches Tor ist gerade gefährdet und was müssen wir abdecken, ja, sich über all das Gedanken zu machen und das trotzdem auf einem relativ niedrigem Niveau, also wir haben ja jetzt da Basketballkinder gehabt, die jetzt nicht die überragenden Fußballer waren, trotzdem hat man gesehen, hat denen das Spiel mega viel Spaß gemacht und die haben das ohne Probleme hinbekommen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die nächsten Ronaldos und Messis sind. Ja, also super Spiel und auch hier wieder mit allen anderen Sportarten natürlich exakt genauso umsetzbar und sehr vielfältig. Super. Gibt es denn Fragen, Niki? Nee, erstmal noch nicht. Ich finde es ja ganz besonders spannend, dass man die Tore mal ganz anders aufstellt als sonst, nicht gegenüber voneinander oder nebeneinander in verschiedene Richtungen und trotzdem da sich so ein wirklich dynamisches Spiel entwickelt, auch auf relativ wenig Platz, relativ viel Bewegung hat. Man hätte jetzt ja problemlos das Feld noch ein bisschen kleiner machen können, weil die hinteren, oberen Enden werden sowieso fast nicht genutzt und wir hätten mit mehr Toren noch viel mehr Spielfelder aufbauen können und so dann auch locker in der Basketballfeldgröße 20 Kinder super bewegen oder 25 Kinder bewegen können, weil es halt echt Action ist, immer auf kleinem Raum. Wenn da keine weiteren Fragen zu sind, finde ich, gucken wir uns gleich das nächste Fußballspiel an. Hier ist noch eine Frage, Wechsel nach Tor immer. Ne? Jetzt in der Variante haben wir gerade immer nach jedem Tor gewechselt. Genau.
Wenn es dann irgendwann zu lange gedauert hat, habe ich dann die Zeit runtergezählt, damit die Wartenden nicht zu lange draußen stehen. Aber genau, die Teams haben dann immer gewechselt, wenn Tore fallen. Gut, dann kommen wir zum nächsten, dem letzten Fußballspiel, nämlich Fußball auf zwei Feldern. Wir spielen jetzt das Spiel Fußball auf zwei Feldern. Wir haben eine Mannschaft rot, wir haben eine Mannschaft blau. Wir haben hier vorne ein rotes Spielfeld bestehend aus zwei Fußballtoren. Hier wird 3 gegen 3 gespielt, 3 rote gegen 3 blaue. Wir haben hinten ein blaues Spielfeld, wo die Bananenkistentore sind. Dort spielen wir am Anfang 2 rote gegen 2 blaue. Das Spiel funktioniert wie folgt. Wenn auf einem Spielfeld ein Tor erzielt wird, zum Beispiel von Mannschaft rot, dann rennt der rote Spieler, die rote Spielerin in die Mitte, schnappt sich einen von den Tellern, die dort liegen. Die müssen nicht eure Farbe haben, irgendeinen. Legt den bei seiner Mannschaft auf der Seite, wo ihr die Tore verteidigt, neben das Tor. Das ist dann ein Punkt für eure Mannschaft und wechselt das Spielfeld. Heißt also, wenn zum Beispiel beim 3 gegen 3 ein Tor fällt, ist es danach nur noch ein 3 gegen 2. Der eine rennt drüben auf das andere Spielfeld, also ist dort einer mehr, ist dort auch ein 3 gegen 2. Also haben wir eine Kurzüberzahlsituation. Der einzige Fall, wo nicht gewechselt wird, ist, wenn ein Spieler von Rot oder Blau alleine in seinem Feld ist und schafft es, alleine ein Tor zu erzielen. Dann darf er sich ein Hütchen nehmen. Die Gegner warten kurz, bis der Teller da liegt. Ja. Dann geht es weiter und ich wechsle nicht das Feld, weil sonst wäre es ja zum Beispiel ein 2 gegen 0 und ohne Verteidiger macht das Spiel nicht so wirklich Sinn. Hinlegen und hier haben wir ein 1 gegen 1. Nee, war die Seite, zählt nicht. Gut, Punkt. Schnappt ihr das Hütchen, sobald das Hütchen liegt, könnt ihr weiterspielen. Gut, hier so ein klassisches Überzahl-Unterzahl-Situationsspiel mit immer wieder vor allem hier wichtig und super wechselnden Situationen. Ja, am Anfang hat man einmal kurz, dass es eine Gleichzahl gibt, also 3 gegen 3 und 2 gegen 2. In unserem Fall jetzt kann ich natürlich immer mehr Spielfelder machen, wenn ich eine größere Gruppe habe oder die zwei Spielfelder einfach größer machen. Und man fängt zum Beispiel am Anfang mit einem 5 gegen 5 an. Und dann hat man aber eigentlich fast die ganze Zeit die Situation, dass eine Mannschaft auf dem Feld in Überzahl und die andere in Unterzahl ist, weil natürlich ständig Tore fallen. Und so hat man immer wieder neue Situationen, die die Kinder lösen müssen. Sei es mal ein 1 gegen 1 oder eine 2 gegen 1 Überzahl, eine 3 gegen 1 Überzahl, also gleich eine Überzahl mit mehreren Spielern. Ja, immer wieder neue Situationen, für die man eine Lösung finden muss. Ja, und wenn ich auf das neue Feld komme, immer relativ wichtig, dass sofort kommuniziert wird miteinander. Okay, wir sind jetzt einer mehr, wir sind einer weniger. Kurz irgendwie sich ausmachen, was die Taktik ist, wobei das eigentlich durch das immer wieder schnell wechselnde Spiel gar nicht so sehr möglich ist. Also kurze Kommunikation und halt, wie gesagt, vor allem sehr, sehr wichtig, die immer wieder wechselnde Überzahl-Unterzahl-Situation. Und ich muss immer wieder irgendwie eine Lösung finden, um zum Erfolg zu kommen. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen hier immer zum Ablauf. Ne? Du hattest ja diese Hütchen da in der Mitte, die sahen so aus wie die Trennhütchen, sind sie aber nachher gar nicht, ne? Weil sie werden ja dann weggenommen. Das sind die Hütchen zum Zählen der Punkte. Ne? Korrekt. Ist dann das Spiel vorbei, wenn alle Hütchen weg sind? Weil irgendwann hast du ja alle Hütchen nicht mehr da, dann gibt es keine Punkte oder wie funktioniert das dann? Haben wir jetzt in dem Moment gar nicht drüber geredet, aber klar, kann man natürlich so machen, dass das Spiel entweder nach einer gewissen Zeit vorbei ist und dann schaue ich, wer mehr Hütchen hat, wenn, was weiß ich, 10 Minuten, 5 Minuten rum sind, oder ich sage, sobald alle Hütchen leer sind, schauen wir, wer mehr Hütchen auf seiner Seite hat und hat dann gewonnen. Oder wenn man nicht so viele hat, aber länger spielen will, kann man natürlich auch sagen, wenn die Hütchen in der Mitte alle sind, darf ich beim nächsten erzielten Tor beim Gegner ein Hütchen klauen und lege das stattdessen bei mir auf die Seite. Dann ist es auch nicht so tragisch, wenn ich keine 20 Hütchen habe, die ich da hinlegen kann. Und die Spielfeldbegrenzung sind ja eigentlich die roten und blauen Eckpunkte, genau, ne? Ja, genau. Diese roten und blauen hohen Hütchen, das sind quasi die Auslinien, wenn man es so nimmt.
Genau, mal eine Frage zum Ablauf. Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Ne? Das wird ja ständig gewechselt zwischen beiden Spielfeldern. Wenn ich auf dem einen Feld ein Tor mache, nehme ich mir ein Hütchen, gehe aufs andere Feld und hin und her. Genau. Das heißt, eigentlich spielen hier in dem Fall, haben wir 5 gegen 5 mit auf 2 Feldern. Ne? Genau. Okay. Gut. Finde ich auch eine tolle Variante zum Fußball. Jetzt gibt es keine weiteren Fragen. Doch, da kommt noch mal. Gut. Jetzt, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spielformen. Da komme ich jetzt nämlich zu ein paar Spielen mit dem Schläger. Da schauen wir uns auch gleich das erste an. Eine Variante von Scheunentor, das Scheunentor-Hockey. So, die nächste Variante, die wir spielen, heißt Hockey. Dafür spielen wir jetzt mit Schlägern. Wenn wir mit den Schlägern spielen, ist das untere Ende des Schlägers immer am Boden. Keiner holt irgendwie großartig aus damit und zieht durch. Schläger ist immer am Boden und wir dürfen nur innerhalb der Basketball-3-Punkte-Linie versuchen, Treffer zu erzielen. Ja, wir haben jetzt wieder andere Bälle. Wir haben Schläger mit im Spiel und wir passen gegenseitig aufeinander auf, ja, dass wir alle Schienbeine, alle Knie, alle Nasenheile rauskommen. Gut. Gelb hat einen Ball. Blau hat einen Ball. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Einmal schön den Schläger flach halten. Schläger am Boden halten, bitte. So, und Achtung, es ist ein dritter Ball im Spiel. Weiter geht's, dritter Ball im Spiel. Beide Hände an den Schläger, bitte. Gut, nochmal. Ja, das jetzt nicht erklärt wurde, weil jetzt nur die Variante des Spiels war. Also die Tore waren zwischen diesen blauen Pfosten, die da links und rechts jetzt gerade an der Wand zu sehen sind. Deswegen heißt es auch Scheunentor, weil das Tor mit Absicht sehr groß gewählt ist. Ich denke, es ist ein sehr gutes, niedrigschwelliges Spiel, um einfach diese Sache eines Hockeyschlägers und eines Hockeyballs und den Ball zu führen und zu schlagen, mal kennenzulernen. Deswegen auch sehr wichtig, was man am Anfang mitbekommen hat bei Ferdi, unserem Coach, dass er einmal so ein bisschen erklärt, wie man mit so einem Schläger umgeht und dass es natürlich irgendwie kein Baseballschläger ist, mit dem man wild um sich schlägt, sondern eben einmal so ein bisschen, okay, der Schläger muss am Boden bleiben, nicht wirklich so eine Ausholbewegung, wenn ich den Ball spiele, sondern eher schieben. Ja, und dann können sich die Kinder, man sieht, das ist ein wildes Durcheinander, einfach so ein bisschen mit dem Spielgerät einmal ausprobieren. Ist auch gar nicht so schwer, weil das Tor so groß gewählt ist, da jetzt ein Tor zu machen, was natürlich dann wieder für viele Erfolgserlebnisse sorgt und jeder hat mal die Chance, irgendwie das mal zu treffen, als wenn man gleich das erste Mal Hockey spielt, gleich auf diese ganz kleinen Tore und am Ende geht das Spiel dann 0-0 aus oder wenn man Glück hat, hat man dann mal einen dabei, der schon mal Hockey-Erfahrung gesammelt hat, der da mal irgendwie 1-2 Tore schießt. So sieht man, geht der Ball eigentlich auf beiden Seiten ständig rein. Die Kinder haben Spaß, lernen das Spielgerät kennen und man hat viele Erfolgserlebnisse für alle Beteiligten. Also, hier kommt die Frage nach den nach jüngeren Kindern. Da würde ich auch sagen, ist dann, wenn man vielleicht mit dem Schläger noch ein bisschen Schwierigkeiten hat und die Verletzungsgefahr vielleicht ein bisschen größer ist, gibt es halt die Möglichkeit, das auch mit einer Poolnudel als Schläger zu spielen oder was wir nachher auch noch sehen werden mit Schuhen, wo auf jeden Fall die Gefahr, dass man andere Kinder trifft, nicht mehr ganz so groß ist. Und ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto mehr Platz braucht man einfach. Die Kinder brauchen dann ein bisschen mehr Platz im Umgang. Wie du sagst, das kann man irgendwie üben. Das können das dann auch die kleinen in den Vorschulen und älteren Kita-Gruppen spielen. Hier war genau die Frage nach Einwechseln der dritten Mannschaft. Wir haben ja gesehen, das waren sehr viele, die wir da hatten. Deswegen hatten wir, glaube ich, 3 Gruppen A8 oder so gemacht oder A9, um die Klassenstärke abzubilden. Wie würdest du das machen, Christoph? Da es relativ schwierig ist mit Zählen, würde ich jetzt nicht irgendwie auf sowas gehen wie wenn Mannschaft
X so und so viele Tore geschossen hat, dann wechselt man, sondern ich würde, glaube ich, einfach auf Zeit spielen, die Zeit möglichst kurz halten, sagen, ihr zählt eure Tore weiter. Also wir spielen zum Beispiel 2 Minuten, wenn es danach 3-2 steht, merkt ihr euch eure Tore, neue Mannschaft kommt rein, die nächste geht raus und dann spielt man so, dass jedes Team gleich oft auf dem Feld ist und dann kann man am Ende so ein bisschen vergleichen, wer hat denn jetzt in den 3 Runden, 4 Runden, 5 Runden, die er auf dem Feld war, die meisten Tore erzielt. Auf jeden Fall die Wartezeiten so gering wie möglich, gerne viel wechseln. Wie gesagt, wenn man es mit weniger Bällen spielt, dann könnte man sogar machen, bei Torerfolg geht die angreifende Mannschaft raus, die anderen müssen schnell umschalten und wieder rein, aber da wir jetzt hier mit 2, 3, ich glaube am Ende sogar 4 oder 5 Bällen gespielt haben, ist es natürlich in dem Fall relativ schwierig, dann würde ich es einfach auf Zeit spielen und viel wechseln, so 2, 3 Minuten Fenster höchstens. Und die Teams würdest du dabei selber zählen lassen, ne? Weil das auch eine Frage ist. Genau, ja. Am besten jedes Kind zählt seine eigenen Tore und dann kann man am Ende zusammen addieren. Ja. Das klappt immer ganz gut. Gut, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns das nächste Spiel an. Bandenball. Das Spiel, das wir jetzt spielen, heißt Bandenball. Bandenball spielen wir mit Hockeyschlägern und zwar 2 Teams gegeneinander. Das Ziel ist es, dass ich durch das Tor gegen die Bande spiele und ein anderer Mitspieler aus meinem Team den Ball mit dem Hockeyschläger wieder annimmt. Wenn Erik jetzt durch die Bande schießt, oh, cool, komm, dann darf ich ihn hier erst wieder annehmen. Ganz wichtig, die Zone zwischen der Bank und den Hütchen ist Sperrgebiet. Da darf weder die angreifende Mannschaft durch, noch die verteidigende Mannschaft. Sehr gut, Punkt gelb, weiter geht's. Gut, hier ein etwas komplexeres Spiel, vor allem halt was das Ziel angeht. Geht hier hauptsächlich darum, so ein bisschen kennenzulernen, okay, wie springt denn mein Spielgerät von der Bank ab und in welchem Winkel kommt es wieder zurück? Wenn ich jetzt merke, so wie wir das auch hatten, da passiert irgendwie nicht ganz so viel und die Kinder sind überhaupt erst mal damit überfordert, den Ball in einem vernünftigen Winkel gegen die Bank zu spielen und dann muss ihn auch noch jemand annehmen auf der anderen Seite, dann kann ich natürlich das Niveau ein bisschen herunterschrauben und sagen, okay, ein Tor ist schon, wenn der Ball durchgeht, gegen die Bank springt und ich habe es geschafft, den so zu schießen, dass er auf dem Rückweg auch wieder durch das Tor geht, dann ist das schon ein Punkt und es muss ihn niemand annehmen auf der anderen Seite. Dann kann ich das natürlich ein bisschen einfacher gestalten. Wenn ich aber merke, das funktioniert gut, dann ist auf jeden Fall die Variante mit, ich muss nicht nur so passen, dass der Ball gut wieder zurückspringt und überhaupt durchs Tor geht, sondern es muss da auch noch ein Mitspieler stehen, der ihn annimmt. Eine sehr gute Variante, die aber, wie gesagt, auf jeden Fall sehr komplex ist. Da muss ich ganz genau schauen, geht das mit meiner Gruppe? Vielleicht auch da erstmal einfacher, um das Spiel kennenzulernen, das erstmal mit einem Fußball zum Beispiel zu spielen, wo sich die Kinder einfach mit dem Spielgerät schon besser auskennen. Wenn sie die Variante dann kennen, dann kann ich das Ganze auch mal mit einem Hockeyschläger spielen. Also muss ich ganz genau schauen, was passt zu meiner Gruppe. Ist nicht das einfachste Spiel, aber wenn es dann einmal funktioniert, macht es den Kindern auf jeden Fall super Spaß. Hier war auch die Frage jetzt aus dem Plenum nach, wann gab es den Punkt, muss der Ballschläger kontrolliert werden oder nur berührt? Ich glaube, das ist ja dann auch eine Steigerungsform, die man machen kann. Im ersten Schritt erstmal, genau, dass der berührt wird. Und im zweiten muss man dann auch schaffen, vielleicht, wenn sie schon ein bisschen das beherrschen, den Ball dann zu kontrollieren, auch tatsächlich anzunehmen. Ja. Was für Bälle habt ihr hier genommen? Das ist so ein Uni-Hockey-Ball. Ne? Große Uni-Hockey-Bälle, ja. Aber auch da kann man, glaube ich, jeden Ball wählen, der dafür geeignet ist. Ein Tennisball oder irgendwie, was auch immer gut geeignet ist. Gut,
Wir haben noch ein weiteres Hockeyspiel in zwei Varianten, nämlich das erwähnte Schuhhockey. Das nächste Spiel, das wir spielen möchten, ist Schuhhockey. Okay? Wir brauchen dafür unseren Schuh, denn dieser Schuh ist unser Hockeyschläger. Okay? Es kommt ein Ball rein und wir haben zwei Teams, die hier auf diesem Feld spielen. Und zwar als erste Runde, die wir gemeinsam spielen, gibt es feste Tore. Wichtig, ich darf den Ball nur mit dem Schuh spielen, nicht mit dem Fuß und so weiter. Team Gelb spielt auf diese zwei Hocker. Team Rot spielt auf diese zwei Hocker hier erstmal. So wie Sprungball, nur Hockeyball. Alle bereit? Den lässt man fallen, den lässt man fallen. Ihr könnt schon nach unten gehen. Bereit? Jeder weiß, wo er hinspielt. Und los geht's. Ah, genau, miteinander spielen. Und, oh, 1:0 für Gelb. Und weiter geht's. Ihr könnt auch die Bande nutzen und so, ne? Ey, ihr könnt auch die Bande nutzen. Guter Pass, guter Pass. Ah, Pfosten. Aber jetzt. Super. Und Gelb hat Ball. Und wir haben den zweiten Ball. Zweiter Ball. Oh, darauf achten, zweiter Ball. Ja, ihr müsst eure Punkte weiterzählen. Das ist Pfosten, zählt nicht. Pfosten zählt nicht. Außenkante. Oh, voller Einsatz. Hast du die andere Variante gleich zeigen, Micky, oder? Du hast noch den Ton aus, Micky. Erstmal noch nicht, habe ich gesagt. Okay, alles klar. Also, Schuhhockey, sieht man schon, man braucht einfach nur einen Schuh. Ist natürlich ein bisschen einfacher als ein klassisches Hockeyspiel, wo ich natürlich auch erstmal als Lehrer oder Trainer in dem Moment so ein Hockeyset da haben muss, was natürlich nicht jeder hat. Deswegen mit einem Schuh viel einfacher. Guter Hinweis sehe ich gerade da, auch wenn er im Chat ist. Natürlich Socken ausziehen hilft, dann rutschen die Kinder nicht ganz so extrem durch die Gegend, auch wenn es dann natürlich ein bisschen riecht. Nee, aber auf jeden Fall. Und natürlich ist es nicht so verletzungsgefährlich, wie wenn ich dann gerade mit kleineren Kindern, die vielleicht das erste Mal so einen Hockeyschläger in der Hand hätten und auch so gar kein Gefühl für das Gerät haben, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Vorvariante. Ich kann aber nur aus Erfahrungswerten sagen, auch mit älteren Kindern, also auch mit meinen 14 Jungs, die also 12, 13 sind, kann man sehr gut Schuhhockey spielen. Da kommt dann am Anfang meistens erstmal so die Reaktion, oh, das ist ja eher was für kleine Kinder. Dann ist der erste Ball im Spiel und schon haben die einen Riesenspaß und finden das beste Spiel der Welt und wollen wieder mit aufhören. Was ich wie hier wichtig finde, ist, dass man immer mehrere Ziele macht. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, auf der einen Seite einfacher, auf der anderen Seite sorgt es natürlich auch, dass die Kinder sich verteilen und man nicht so dieses typische, okay, wir haben den Ball nicht, alle stellen sich vors Tor und verteidigen irgendwie, sondern okay, ich muss als Verteidiger schlau sein und mehrere Sachen gleichzeitig bewachen und gleichzeitig kann ich natürlich auch die Angreifer dafür belohnen, wenn sie sich im Raum verteilen, den Platz nutzen und miteinander spielen und es ist nicht so dieses alle rennen in einem Knäuel auf ein Ziel zu. Und dann geht es wieder im gleichen Knäuel in die andere Richtung. Ja, wir haben ja auch mehrere Bälle benutzt, auch da wieder, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Gruppengröße ist hier auch wieder von meinem Platz in der Halle abhängig. Man hat es im Hintergrund gesehen, wir hatten dann noch ein zweites Spielfeld, wo die gleiche Spieleranzahl nochmal beschäftigt war. Also mit einer Klasse, wenn ich eine Halle habe, ein Feld quasi, kann ich die da locker damit beschäftigen. Und es ist je nachdem, wie viele Ziele ich nutze, genug Bewegung drin und niemand sollte rumstehen und zuschauen.
Hier war ja jetzt 4 gegen 4 und ich finde auch, dass man auf dem Feld bei 2 Zielen, als unser Freund Konz einen zweiten Ball reingespielt hat, schon gesehen hat, da hätten locker nochmal 2 Kinder mehr mindestens potent sein können und es hätte gut hingehauen. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt auch noch, dass man eine ganze Klassenstärke locker in so einer Halle versorgt kriegt mit so einem Spiel. Genau, für Kita-Kinder, denke ich, kann man das Spiel auch schon spielen, haben wir gesagt. Da sollte man vielleicht wieder dran denken, da ein bisschen mehr Platz zu lassen für die Kinder und vor allen Dingen einen deutlich größeren, leichten Ball, wie so einen Wasserball zum Beispiel, zu nehmen, wo das Treffen deutlich einfacher ist. Und vielleicht dann dementsprechend auch ein bisschen größeres Ziel, um mehr Erfolgserlebnisse zu haben. Aber vom Prinzip ist es genauso auch für die Kleineren schon spielbar. Und die Frage kam schon, hier wäre das Tor einfach nur die vordere Fläche vom Hocker. Das war dann ein Erfolg. Ich habe hier eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Kann ich Ärger bekommen, wenn die Schülerinnen und Schüler ohne Schuhe am Sportunterricht teilgenommen haben? Das würde ich einfach mit meiner Schulleitung und gegebenenfalls mit der Unfallklasse abklären. Ich kenne es aus dem Sportunterricht, dass man ohne Schuhe mitmachen durfte. Aber das ist auch schon eine Weile her, dass ich im Sportunterricht war. Für uns im Training ist das kein Problem da. Das würde ich einfach mal intern an der Schule klären. Ja, da sind wir nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann, dass es wahrscheinlich gegebenenfalls sicherer wäre, wenn man den zweiten Schuh einfach auch auszieht, um das Risiko zu mindern, dass jemand mit einem Schuh auf den Fuß quasi ohne Schuh tritt. Damit kann man das Verletzungsrisiko natürlich nochmal ein bisschen runterschrauben. Ja, und vielleicht besser barfuß als auf Socken, weil dann rutscht man wieder nicht so leicht. Ne? Das, Gut, dann haben wir ja versprochen, es gibt noch eine Variante von Schuhhockey, die wir euch auch noch zeigen wollen. Die würde ich dann als nächstes mal abspielen. Wir spielen jetzt. Dann kommen wir jetzt zur letzten Variation von Schuhhockey. Ihr seht, wir haben hier verschiedenfarbige Tore aufgebaut und die Bälle, mit denen wir jetzt spielen, entsprechen genau den gleichen Farben. Was passiert jetzt wohl, wenn dieser rote Ball sein Ziel finden soll? Nur auf die roten. Gelb nur auf gelb und grün nur auf grün. Na, das ist aber nicht, das ist nicht das gelbe Tor. Mach nichts, einfach weiterspielen. Das passiert, ist nicht schlimm. Dazu kommt noch, ich kann einen Punkt machen, indem ich von der Seite oder von der Seite das Tor anspiele. Kommt mal kurz zusammen. Zusammenkommen, auf! Eine Sache noch. Also, es darf dann natürlich wieder auf dieses Tor angegriffen werden, direkt danach, wenn da ein Punkt passiert ist. Genau, das bedeutet, aber erst nach 5 Sekunden, okay? Weil nicht weggehen, wenn ihr da ein Tor gemacht habt. Weil sonst kann ja das gegnerische Team direkt wieder da ein Tor machen. Okay? Also, dann den Ball an den Gegner übergeben, aber dann müsst ihr da dranbleiben. Und nochmal, ihr spielt gerade 4 gegen 4. Ja, das heißt, jeder hat vielleicht auch einen Gegenspieler. Ist ja ein leichter Punkt. Oh. Genau, und dann machst du ihn wieder in die Mitte. Jetzt als allerletzte Regel, die wir dazu nehmen, ist, wenn jetzt ein Punkt gemacht wurde auf das Tor, ist das Tor gesperrt. Jetzt kriegt aber gelb und das ist gesperrt. Genau. Musst du gucken, wo er ist. Und gesperrt. Oh yes, Mats. Ah, knapp vorbei. Ja, also schon eine viel, viel komplexere Variante als das erste Schuhhockey-Spiel. Ich muss ganz viel wahrnehmen, nämlich einmal, mit welchem Ball spiele ich eigentlich gerade, also welchen Ball habe ich da bekommen, wo stehen die 2 Tore passend zu dem Ball. Vielleicht kommt dann noch, wie in der letzten Variante, dazu, dass ein Tor davon auch noch gesperrt ist. Also wo ist das letzte Tor passiert und wo ist dann das zweite Tor, auf welches ich schießen muss.
dann muss ich natürlich noch die ganze Zeit schauen, wo sind meine Mitspieler, wo sind die Gegner. Also auf jeden Fall schon eine deutlich komplexere Variante. Wer jetzt solche Schaumstofflöcke nicht hat, kann natürlich auch einfach wieder Kästen hinstellen und dann stelle ich ein Hütchen in der entsprechenden Farbe oben drauf oder lege ein Leibchen in der Farbe dahin, dann bin ich natürlich nicht auf diese Blöcke angewiesen. Und nach oben hin ist dem Spiel natürlich keine Grenze gesetzt. Also ich kann natürlich sagen, Tore zählen nur von innen. Wenn ich es als Trainer, Lehrer reinrufe, zählen Tore ab dem Punkt nur noch von außen. Oder ich rufe rein beide Seiten, dann dürfen die Kinder von beiden Seiten Tore erzielen. Ich kann, wenn ich nicht diese unten Blöcke habe, sondern Kästen mit einem Gegenstand oben drauf, zum Beispiel ein Leibchen und ein Hütchen hinlegen, vielleicht sogar in unterschiedlichen Farben, und kann dann rufen Hütchen, dann zählen die Hütchen als Farbmarkierung für den Kasten. Wenn ich rufe Leibchen, dann zählen die Leibchen als Farbmarkierung und so wechseln die Tore auch noch jedes Mal, die ich nutzen kann. Da ist natürlich der Kreativität keine Grenze gesetzt, muss ich schauen, was habe ich für eine Gruppe. Wie gut können die schon mit dem Spielgerät umgehen? Wie gut sind die in so Sachen wie Wahrnehmung und so weiter, Arbeitsgedächtnis, und können die Sachen dann auch umsetzen, wenn ich sie reinrufe und sind nicht völlig überfordert damit? Dann kann ich das Spiel auf jeden Fall sehr gut ausweiten und noch anpassen. Christoph, jetzt gab es zwei Fragen zu der Sperre, ja, die Konze ausgerufen hat. Ne? Wenn ein Tor erzielt wurde auf das Gelbe, dass das dann gesperrt ist. Wie lange denn die Sperre gilt. Ja, wir hatten das bei der Sperre so gemacht, dass quasi das nächste, also wenn jetzt mit grün wird ein Tor auf dem einen grünen Tor erzielt, dann ist das Tor so lange gesperrt, bis auf das andere grüne Tor, egal von welcher Mannschaft, getroffen wurde. Ist natürlich nicht so einfach, weil die Kinder irgendwie miteinander kommunizieren müssen, weil nicht alle haben ja wahrscheinlich mitbekommen, wo gerade ein Tor passiert ist. Dadurch, dass wir hier mehrere Bälle im Spiel hatten. Deswegen finde ich wahrscheinlich sogar die erstere Variante mit, man sperrt das Tor für eine gewisse Zeit, so die ersten 5 Sekunden, damit man nicht direkt wieder drauf schießen kann, sondern die Kinder so ein bisschen Zeit haben, sich wieder neu zu orientieren, wahrscheinlich die bessere Variante. Aber prinzipiell ist natürlich beides möglich und fördert die Kommunikation untereinander. Und wie lange würdest du so ein Spiel wie Schuhhockey spielen, fragt einer. Hier, 15 Minuten. Ich würde einfach sagen, so lange wie die Kinder Spaß dran haben. Also solange ich merke, dass es denen richtig Spaß macht, dann muss ich natürlich schauen, okay, fange ich erstmal mit einer ganz einfachen Variante an. Die kriegen das gut hin. Dann kann ich vielleicht noch mal 1-2 Zusatzaufgaben oben drauf packen. Und wenn ich merke, dass da irgendwie nach 10 Minuten, 15 Minuten die Luft raus ist, dann kann man das natürlich dann wechseln und spielt ein anderes Spiel auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, also ich finde, man kann ein Spiel auch länger als 10 Minuten spielen, dann würde ich aber immer für mich so eine Faustregel nach ungefähr 10 Minuten zumindest irgendwelche Variationen mit hineinbringen, wenn es länger ist, wenn ich schon sogar noch ein bisschen früher, damit es halt auch wieder im Kopf der Kinder irgendwie was Neues passiert und neue Anregungen da sind, neue Sachen zur Verarbeitung, wie wir ja vorgestellt haben, einfach eine Variante wählen, die dann machen. Und ich glaube, solange die Kinder Spaß hatten, kann man das spielen. Natürlich soll es auch abwechslungsreich sein, vielleicht noch ein paar mehr Spiele, das will ich vielleicht nicht unbedingt eine halbe Stunde machen. Ja. Aber dafür kann man so ein bisschen Gespür entwickeln. Und auf jeden Fall trauen bei den Varianten. Ja, ruhig mal ausprobieren, und wenn ich merke, die Kinder sind damit völlig überfordert, dann kann ich es immer noch nach ein paar Minuten abbrechen, wenn ich merke, es funktioniert sich, aber manchmal unterschätzen wir da die Kinder und trauen uns da nicht, irgendwas zu spielen und denken, das kriegen die bestimmt nicht hin. Probiert es einfach aus und ihr werdet sehen, die überraschen euch sehr oft und werden Sachen hinbekommen, die ihr ihnen nicht zugetraut habt. Deswegen einfach probieren, und wenn ich merke, es passt nicht, dann kann ich das Spiel immer noch nach 2-3 Minuten abbrechen und mach wieder eine einfache Variante oder spiel halt was anderes. Super, dann kommen wir zum letzten Themenblock, nämlich kleine Beispiele, wo der Ball mit den Händen direkt gepasst bewegt wird. Da haben wir auch wieder 3 Spiele vorbereitet. Ich fange gleich mal an. Das eine ist so eine Parteiball-Zehner-Passen-Variation, mit der wir mal loslegen.
Das Ziel ist es, durch diesen Reifen zu passen. Und zwar so, dass ein anderer Mitspieler aus meinem Team den Ball wieder fängt. Ihr könnt einen Dribbling machen. Punkt! Sehr schön! Wenn ihr das geschafft habt, ist es ein Punkt. Ihr legt den Ball hin und das andere Team hat den Ball. Natürlich könnt ihr wie davor auch weiter verteidigen. Punkt! Diese Reifen bewegen sich. Okay, das heißt, ich laufe durchs Spielfeld. Ich muss nicht immer an einer Stelle stehen bleiben. Also müsst ihr immer neu gucken, wo sind die Reifen und wo habe ich schön viel Platz, um den Punkt zu machen. Also hier hängt auch das Bild nicht. Ich höre zwar den Ton flüssig, aber das Bild ist so alle 5 Sekunden wieder an der neuen Stelle. Okay, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Präsentation einmal mal abbrechen und nochmal neu starten. Ja, schau mal. Vielleicht klappt es dann ein bisschen besser. So. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm und jetzt starte ich es einfach nochmal. Das Ziel ist es, durch diesen Reifen zu passen. Und zwar so, dass ein anderer Mitspieler aus meinem Team den Ball wieder fängt. Ihr könnt einen Dribbling machen. Punkt! Sehr schön! Wenn ihr das geschafft habt, ist es ein Punkt. Ihr legt den Ball hin und das andere Team hat den Ball. Natürlich könnt ihr wie davor auch weiter verteidigen. Punkt! Diese Reifen bewegen sich. Okay, das heißt, ich laufe durchs Spielfeld. Ich muss nicht immer an einer Stelle stehen bleiben. Also müsst ihr immer neu gucken, wo sind die Reifen und wo habe ich schön viel Platz, um den Punkt zu machen. Punkt! Sehr schön! Roter Ball! Ich fürchte, meinem Computer ist ein bisschen heiß. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen besser. Ja, flüssig. Also Zehner passen oder Parteiball, wie auch immer man das nennen möchte, sowieso eines meiner Lieblingsspiele, weil ich finde, dass man da ganz viele Varianten daraus spielen kann. Was hier bei dem Spiel wichtig ist, sind natürlich aus meiner Sicht, dass die Tore beweglich sind, dass die Trainer in dem Fall so ein bisschen mitspielen, wie man gerade hier unten in der Ecke bei Lena sieht und sich vor allem da positionieren, wo man gerade so ein bisschen freier Raum ist. Denn es geht natürlich darum, den Kindern so ein bisschen dabei zu helfen, dass sie nicht wie so ein Haufen alle aufeinander stehen, sondern die Größe des Spielfeldes ausnutzen und vor allem natürlich sich immer wieder neu im Raum orientieren müssen, wenn sie den Ball bekommen. Wo ist denn jetzt eigentlich gerade das Ziel? Wo wandert das gerade hin, wenn ich jetzt als Lehrer allein im Unterricht bin und niemand Zweites dabei habe, der mir helfen kann, dann kann ich natürlich trotzdem, man hat immer mal Kinder, die im Unterricht nicht mitmachen können und an der Seite sitzen. Die sind natürlich für so eine Aufgabe, wie da mal mit so einem Reifen rumzulaufen, gut geeignet. Oder ich nehme halt eines der Kinder, die mitspielen und mache dann halt, wenn ein Tor fällt, dann das Kind, das das Tor erzielt hat, zum Beispiel, wird dann der neue Reifenträger, der den Reifen vorher hatte, kommt dann ins Feld und spielt mit, sodass ich auch quasi, wenn ich jetzt keine zusätzlichen Helfer bei den Toren habe, das trotzdem gut hinbekomme und mehrere Ziele habe. Wichtig natürlich wieder, je größer die Gruppe ist, umso besser ist es, wenn ich vielleicht auch einen zweiten Ball habe oder wenn ich merke, irgendwie mit 2 Zielen sind die trotzdem ständig zugestellt, dann nehme ich vielleicht noch ein 3. Ziel dazu, muss ich dann immer wieder schauen, habe ich gerade einen Spielfluss drin, erreiche ich das Ziel, was ich erreichen möchte, oder muss ich das Spiel dann wieder so ein bisschen anpassen? Ich finde es auch wichtig bei diesem Spiel, dass man halt schnell agieren muss und der Freilaufende muss sich halt am richtigen Ort freilaufen. Und das ist, werden wir gleich beim nächsten Spiel sehen, wo das nochmal umso wichtiger ist.
Ja, schon die Leistung. Ich kann mich nicht irgendwo freilaufen. Also ich muss mich natürlich vom Ballführer aus gesehen hinter dem Reifen freilaufen. Bestenfalls bin ich schon da, wenn mein Mitspieler den Ball bekommt, sodass er ihn sofort weiterleiten kann, dass ich sozusagen schon einen Pass im Voraus denke. Ja, das ist halt schon eine Leistung, die man sieht ja einige Kinder ganz gut machen. Da stand gerade eben ein Mädchen schon da, wartete hinter dem Reifen, in Händen bereit, obwohl der Passgeber noch gar nicht den Ball hatte. Was da sonst hilft, wenn die Verteidiger sehr gut im Zustellen sind, dass man mit Jokern spielt, also mit so einer dritte Farbe, zum Beispiel zwei blaue Kinder, und die sind dann immer in der angreifenden Mannschaft, sodass die Angreifer quasi immer in der Überzahl sind. Dann mache ich es denen nochmal so ein bisschen einfacher, Punkte zu erzielen. Das ist auch immer eine ganz gute Variante, vor allem wenn ich irgendwie eine ungerade Gruppenanzahl habe, bevor ich mit Wechseln spiele. Ja, dann über einen Joker mit rein oder wie gesagt, wenn ich merke, es fallen keine Tore, weil die Verteidiger einen guten Job machen und genau das, was Niki gerade meinte, den Passempfänger, der schon da wartet, immer zustellen, dann mache ich halt einfach mehr Angreifer als Verteidiger und dann helfe ich denen so ein bisschen trotzdem Erfolgserlebnisse zu haben. Hier kam ein bisschen eine Frage nach dem Alter. Ich würde auch sagen, es hat schon jetzt gerade diese Variante schon ein bisschen komplexer als das einfache Parteiball, selbst einfache Parteiball, wo ich mir nur den Ball zupasse, ist wahrscheinlich, braucht man schon ein bisschen Kenntnisse von Raum und Gegnerbewegung. Das ist ja nicht für so die jüngeren Grundschulalter vielleicht selbst nicht. Also in der ersten Klasse müsste ich schon sehr spielerfahren sein. Das die hier wir haben, sind, glaube ich, Viertklässler größtenteils, die das gerade spielen. Die einfachen Formen kann man schon bei den jüngeren spielen. Wir kommen gleich zu einer noch komplexeren Form. Was auf jeden Fall immer hilft, in ein Spiel Fluss reinzubekommen, ist zu verbieten, dass man den Ball wegnehmen darf. Also wenn jemand eine Hand hat, dann darf ich mich zwar davor stellen und irgendwie den Pass schwer machen, aber dieses Rausziehen, Rausschlagen, wegzunehmen, das sorgt dann dafür, dass man ein bisschen mehr Spielfluss hat und nicht ständig die Situation, dass irgendwie zwei Kinder am Ball ziehen, sondern auch damit mache ich den Angreifern dann wieder so ein bisschen einfacher. Wenn ich merke, ich habe dann so Kinder, die den Ball immer ewig und drei Tage festhalten und keine Entscheidung treffen wollen, dann gerne irgendwie so eine kleine Zeitregel dazu. Ich darf den Ball nicht länger als 3 Sekunden festhalten. Das sorgt dann schon meistens dafür, dass die das hinbekommen und den Ball schnell passen, weil natürlich irgendwie niemand die Sekundenregeln überschreiten möchte. Das Ganze müsste ich anstatten. Ich glaube, bei den Jüngeren wäre es dann super. Also erste Klasse, man kann das Spiel natürlich spielen, aber dann mit Überzahl und mit dem Regel des Nicht-Wegnehmens, dann klappt das schon. Wir gucken uns mal das nächste Spiel an, das ist noch ein bisschen komplexer. Heißt Tunnelball. Wir schauen uns das erstmal an. Wir spielen jetzt Tunneln. Beim Tunneln ist es wichtig, dass wir es hinkriegen, einem Mitspieler durch die Beine zu passen und ein anderer Spieler aus meinem Team den Ball fängt. Damit erzielen wir einen Punkt. Ihr könnt die ganze Zeit hin und her passen, das ist okay, aber nur der Punkt zählt, wenn ihr es durch das Bein durchschafft. Wenn ihr es nicht schafft, dann trotzdem versuchen noch den Ball zu bekommen, dass ihr einfach weiter spielt. Ansonsten wechselt der Ball und das andere Team kann das versuchen. Lauft immer gleich mit, nicht stehen bleiben, gucken, was passiert, sondern immer in Bewegung bleiben. Also wie Niki gesagt hat, natürlich noch ein bisschen komplexer als das Spiel vorher, weil ich jetzt quasi nicht nur als Passempfänger quasi antizipieren muss, sondern mein eigener Mitspieler auch noch das Ziel stellt, indem er da seine Beine quasi auseinander macht und ich ihn tunneln kann. Das heißt, ich muss nicht nur die Situation lesen und können wir jetzt einen Pass spielen, wo ist das Ziel und ich biete mich dahinter an, sondern ich muss auch noch irgendwie mit Augenkontakt oder überreden mitbekommen, okay, jetzt ist es schlau, wenn ich derjenige bin, der schnell die Beine grätscht, damit meine Mitspieler da durchpassen können. Auch hier wieder, wenn ich merke, für meine Gruppe, die ein bisschen kleiner ist, zu komplex,
reicht vielleicht auch am Anfang erstmal das Einfache durch die Beine durchpassen, ohne dass hinten jemand den Ball fängt, um einen Punkt zu erzielen. Und wenn ich dann merke, das klappt gut, dann kann ich natürlich auch den Passempfänger dann, der dahinter steht, noch dazu nehmen. Ja, aber man sieht schon, man braucht auf jeden Fall viel Platz, damit die Kinder wirklich Zeit haben, eigentlich schon bevor der Pass fliegt, einen freien Raum zu sehen, zu lesen, da rennt gerade ein Mitspieler hin. Der alleine hilft uns nicht, sondern es muss ja noch mindestens ein Zweiter dabei sein, der den dann das Tor stellt oder dahinter den Ball empfängt. Also muss ich jetzt mit demjenigen mitlaufen. Auf jeden Fall sehr viel Übersicht und Antizipation gefordert, wo jetzt die Situation ist, um einen Punkt zu erzielen. Und es hilft natürlich auch, wenn man miteinander kommuniziert. Auf jeden Fall in der Variante ein Spiel für größere Kinder, die schon Erfahrung haben. Ich finde, man sieht es schon bei diesen hier, die, glaube ich, die gleiche Gruppe wie davor sind. Das Spiel hat viel besser geklappt. Das sind jetzt auch wieder Viertklässler, Fünftklässler. Die tun sich schon extrem schwer. Die haben Erfolgserlebnisse. Ich habe das neulich mit 7. oder 8. gespielt. Da ging das deutlich besser. Man muss halt ein bisschen im Voraus denken. Man muss zu dritt zusammenarbeiten. Deswegen muss man eigentlich kommunizieren. Ja, das ist dann schon eine anspruchsvollere Aufgabe. Ich finde ein tolles Spiel, wenn man es erstmal hinkriegt. Und wir wollen auch mal Anregungen vielleicht für ein paar ältere Kinder dazugeben, ältere Gruppen. No, Christa, da gibt es keine weiteren Fragen zu. Dann kommen wir, würde ich sagen, zum letzten Spiel, nämlich Poolball. Wir spielen jetzt Poolball. Dazu haben wir als Spielball den gelben Ball. Ziel des Spiels ist es, diese bunten Kartons einmal hier hinter euch und da drüben von unserem Turm runterzuschießen. Rot wirft auf diesen Turm, Blau wirft auf diesen Turm. Das Spiel funktioniert so, dass ich nicht einfach irgendwo dagegen werfe, sondern ich rufe immer Farben rein. Schwarz und Blau. Es kann mal eine sein, das können mal zwei oder drei sein. Vielleicht sage ich auch mal, dass alle Farben erlaubt sind. Und dann zählt es nur als Punkt, wenn ich die Kiste runterschieße und habe die Farbe getroffen, die angesagt war. Also zum Beispiel, wenn ich sage rot-grün, ihr passt gegen die rote Fläche, die Kiste fällt runter, dann ist ein Punkt. Würde die gegen schwarz passen, die Kiste fällt runter, stellen wir die wieder oben drauf und spielen weiter. Mit Ball in der Hand darf ich nicht laufen. Okay, nur einen Fuß wie beim Basketball Sternschritt bewegen und den Ball passen. Ohne Ball kann ich so viel rennen, wie ich möchte. Wir haben um die Türme so eine Zone mit Hütchen gelegt. Da darf weder ein Verteidiger noch ein Angreifer drin stehen. Ihr müsst euch da außen drumherum bewegen. Wenn ich sehe, dass eine Mannschaft zu oft in die Zone reinläuft, gibt es einen Punkt für die Gegner. Okay, also achtet darauf, dass ihr nicht in die Zone lauft. Rot und grün sind wir immer noch. Das war nicht die Fläche. Das war unten gegen den Turm geschmissen. Das war nicht der Kasten. Oh, schneller passen, da war doch die Lücke. Jetzt musst du weiter passen. Chiara ist ganz frei. Ja, du hältst den Ball 10 Sekunden gegen 4 Blaue. Einfach schneller passen, Chiara war ganz frei. Oh, das ist doch frei, jawohl. Super. Christoph, bevor du was sagst, es ist ja ein Spiel, was, glaube ich, aus Belgien stammt. Da gibt es auch eigene Sets. Also wer sich das anlegen will oder anschaffen will, da gibt es einen Ständer mit diesem Würfel drauf, mit den verschiedenen Farben. Gibt einen eigenen Ball, der ein bisschen größer ist. Ich finde, man kann das aber auch so improvisiert, wie wir spielen. Ich habe das auch schon gespielt mit einem Kasten, wo 4 verschiedenfarbige Hütchen einfach drauf standen und man konnte die jeweiligen Hütchen dann immer nur abwerfen nach der Farbe. Also es ist, glaube ich, eine Variante von dem Spiel. Aber wie gesagt, wer will, da gibt es extra auch ein Set zu kaufen für, könnt ihr euch mal gucken. Das heißt dann wirklich Poolball, wie hier beschrieben. Aber ich finde es ein ganz spannendes, anderes Mannschaftsspiel mal. Ja, genau, auf jeden Fall. Also auch da wieder wichtig, so ein bisschen die Orientierung wahrnehmen. Okay, was war denn jetzt gerade eigentlich angesagt vom Trainer, gerade wenn jetzt irgendwie länger keine Ansage kam, was waren denn jetzt eigentlich gerade die Tore oder das Tor, auf das wir spielen? Und sich das so ein bisschen zu merken, wenn ich nicht weiß, mal mit meinen Teamkameraden zu kommunizieren und dann
auch da wieder ja, ganz viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, okay, beide Teams dürfen auf beide Türme angreifen. In dieser Situation, die wir jetzt hier manchmal hatten, dass die eine Mannschaft dann wie so beim Handball sich um den Kreis aufstellt und es relativ schwierig wird, da irgendwie ein Tor zu erzielen. Ich kann dann natürlich aber auch als Trainer reagieren, wenn ich merke, okay, jetzt darf man gerade nur bei einer Farbe ein Tor erzielen, das Ding ist zugestellt, dann rufe ich halt noch eine zweite Farbe mit rein, um das Spiel so ein bisschen zu entzerren. Ja, oder wenn ich eine größere Gruppe habe als bei uns und die kriegen das schon ganz gut hin, kann ich einen zweiten Ball dazu nehmen und dann gibt es eben Action mit zwei Bällen. Wenn man das richtige Poolball-Set hat, ist dann natürlich noch eine Farbe oben auf dem Würfel drauf. Das ist dann auch nochmal ein anderer Pass, als den einfach nur von vorne dagegen zu schmeißen. Also wieder ein super Spiel, wo ich so ein bisschen den Raum lesen muss. Was machen meine Mitspieler? Was machen die Verteidiger? Wo ist eigentlich gerade das Ziel? Wie muss ich mich schlau positionieren, um meiner Mannschaft zu helfen, aber auch eine Chance zu haben, einen Punkt für mein Team zu erzielen? Ich muss wieder schnell reagieren, wenn ich den Ball bekomme und irgendwie 10 Sekunden brauche, um eine Entscheidung zu treffen. Dann wird es wahrscheinlich nichts mit Punkten erzielen, sondern ich muss mich schnell entscheiden, was ich als nächstes mache. Gut, Christoph, da keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Ist auch schon kurz nach 17 Uhr. Ich hoffe, ihr habt alle so lange durchgehalten. Euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Ideen geben, mal ein paar neue Ideen zu kleinen Spielen. Wie gesagt, nochmal, das Wichtige, was uns war, ist, dass wir die Vielseitigkeit von kleinen Spielen unter Beweis stellen wollen oder zeigen wollen, dass es mit Fuß, mit Schläger, mit der Hand geht. Man kann auch irgendwie alle möglichen Varianten, man könnte fast die meisten Spiele wahrscheinlich mit allen Varianten auch tatsächlich durchführen. Probiert euch da aus. Und es gibt immer abwandelbare Regeln, um es leichter und schwerer zu machen. Das sind so die Themen, um die es uns heute ging. Ja, da nochmal der Hinweis, die Teilnahmebestätigung kommt in den nächsten Tagen, spätestens Mittwoch zu euch per Mail. Die Videos sind bei YouTube hinterlegt. Den Link kriegt ihr. Dort wird auch die Aufzeichnung der Fortbildung nochmal anzugucken sein. Ja, und dann machen wir nach den Sommerferien mit einer weiteren Reihe weiter, beziehungsweise wir wollen die Fortbildung weiter regelmäßig einmal im Monat durchführen für euch, um euch immer wieder neue Ideen nahezubringen. Und nach den Sommerferien dann hoffentlich habt ihr die ganzen Spiele auch dann direkt bei der Albathek in der Mediathek zur Verfügung. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Christoph. Und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag oder Abend und einen schönen Sommerabend.